Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des TNB-Podcasts. Es ist eine Premiere. Das ist der erste Podcast, der ausschließlich per Telefon aufgenommen wird, denn wir erleben derzeit ja wirklich eine sehr, sehr ungewöhnliche Zeit. Ich hoffe, dass alle die, die zuhören, gesund sind und dass auch im Freundes- und Bekanntenkreis alle gesund sind und sich die Einschränkungen und die Konsequenzen, die sich aus der Corona-Pandemie für alle ergeben, in ihren Auswirkungen und Konsequenzen relativ gering sind, auch wenn wir natürlich im Tennissport auch ganz erheblich, wie alle anderen Sportarten, auch davon betroffen sind. Deswegen wollen wir in dieser Ausgabe auch ausschließlich über das Thema der Konsequenzen für den Punktspiel- und Turnierbetrieb 2020 im Tennisverband Niedersachsen-Bremen reden. Und ich möchte nochmal mit diesem Podcast alle Veränderungen und alle Entscheidungen, die es gegeben hat, kurz vorstellen und kurz erläutern. Unser gesamter Turnierbetrieb und Punktspielbetrieb orientiert sich natürlich auch an den nationalen und internationalen Rahmenterminkalendern und Plänen. Und insofern sind wir natürlich auch abhängig davon, was der DTB mit entschieden hat. Und der DTB hat festgelegt, dass eben die gesamte Turnierlandschaft bis zum 7. Juni 2020 abgesagt wurde. Demzufolge haben wir auch, wir hatten ursprünglich geplant, bis zum 6.7. abzusagen, aber wir haben dann auch uns dem angeschlossen und dann auch bis zum 7. Juni 2020 entsprechend alles abgesagt. Das heißt, alle Turniere, alle Punktspielbetriebe bis dahin dürfen nicht stattfinden. Und ich glaube auch, dass das ein gutes, ein richtiges und auch ein wichtiges Signal ist, weil die Gesundheit nun mal über allem steht. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich einige organisatorische Konsequenzen, die sich dann daraus ergeben. Das geht los bei dem Erstellen der Sandplätze für die neue Saison, bei der Sandplatzpflege. Und wir wissen sehr genau, dass damit auch für die Vereine einige organisatorische Konsequenzen verbunden sind. Aber es gibt schlicht und ergreifend keine Alternative dazu. Es wurde ebenfalls entschieden, dass alle ab dem 16.3. erzielten Ergebnisse, also es gab ja noch einige, die nach dem 16.3. gespielt haben, weder für die DTB-Rangliste noch für die LK gewertet werden. Und das betrifft auch alle Altersklassen, das betrifft auch Rollstuhltennis, Beachtennis und auch Padeltennis. Und auch das ist dann analog zu der Absage aller Turniere auch auf internationaler Ebene. Wir haben auch die Situation, dass das niedersächsische Kultusministerium die Veranstaltung Jugend trainiert für Olympia abgesagt hat. Wie es dort weitergeht, können wir im Augenblick noch nicht sagen. Für Turniere, die für den Zeitraum 13.3. bis 7.6. bereits eine Zustimmung seitens des DNB erfolgte, also die bereits genehmigt worden sind, wird keine Turnierservicegebühr in Rechnung gestellt. Durchgeführte Turniere vor dem 13.3. bleiben davon natürlich unberührt. Wir gehen alle davon aus, dass wir ab dem 7. Juni wieder Sport- und Wettspielbetrieb in Deutschland ermöglichen können und auch in Niedersachsen-Bremen ermöglichen können. Und insofern sind die folgenden Termine und Rahmenbedingungen, die ich einmal nenne, auch für alle nochmal wichtig. Vom 12. bis 14.6. sollten ursprünglich die Landesmeisterschaften stattfinden. Diese werden verschoben auf den 4. bis 6. September. Die Regionsmeisterschaften der Jugend werden ebenfalls verschoben oder auch in einigen Fällen abgesagt. Das liegt aber in der Entscheidung der Regionen und wird dann jeweils zeitnah bekannt gegeben, sobald die Regionen das beschlossen haben. Der Sperrtermin für die Regionsmeisterschaften entfällt. Wann und ob diese Meisterschaften stattfinden, werden wir zeitnah bekannt geben. Wir planen eben derzeit den Spielplan neu und er wird komplett um 5 Wochen verschoben. Die Staffeln bleiben aber so eingeteilt, wie sie jetzt sind. Das heißt also auch, dass die Frist zur Mannschaftsmeldung, die bereits abgelaufen ist, bestehen bleibt. Die Frist zur kostenpflichtigen Nachmeldung, zur namentlichen Mannschaftsmeldung, wird bis zum 4.6. verlängert und die Saison selbst wird dann am Wochenende 13. und 14.6.2020 beginnen. Für die Erwachsenen wird es keinen Zusatzspieltag mehr geben, sondern bis zum 27.09.2020 wird gespielt.
Wir werden versuchen, im Jugendbereich alles vor den Ferien zu Ende zu spielen, damit die Pokalrunden bestehen bleiben können. Wir sind natürlich abhängig davon, dass die Pläne, so wie wir sie derzeit aufstellen, auch tatsächlich realisiert werden können. Und letzter Punkt, die 7er-Staffeln bei der Jugend müssen an einem Wochenende, nämlich am 27. und 28.06. doppelt spielen. Und das betrifft aktuell 27 von 545 Staffeln. Das heißt, 6 Staffeln mit 4er-Mannschaften, 16 Staffeln mit 2er-Mannschaften und 5 Staffeln aus dem jüngsten Bereich. Wir hoffen, dass wir mit diesen Regelungen möglichst die Interessen so vieler Vereine und Spielerinnen und Spieler, wie es nur geht, auch treffen und erfüllen können. Wir wissen, dass das ungewöhnliche Zeiten sind und wir wissen, dass wir hier auch nicht alle Interessen berücksichtigen können. Aber glauben Sie uns, wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir eine bestmögliche Saison starten und auch zu Ende spielen können. Soweit die Informationen zu den aktuellen Änderungen im TNB aufgrund der Corona-Pandemie. Eine letzte individuelle Bitte habe ich noch. Haltet bitte die Regelungen ein, die Abstandsregelungen, die Regelungen zum Miteinander in der jetzigen besonderen Zeit, insbesondere was die Abstände angeht. Achtet darauf, dass ihr die Hygienevorschriften und die Hygieneregeln beachtet, damit wir uns alle dann gesund in Kürze auf dem Platz wieder treffen können und damit die Tennisfamilie dann wieder neu zusammentreten kann. Bleibt gesund, achtet auf euch. Ganz herzliche Grüße, bis zum nächsten Mal, euer Raik Packreiser.